Herzlich willkommen bei Spirit Summit. Mein Name ist Barbara Klaus. Ich komme aus der Region Bern und bin auch da aufgewachsen. Ich bin verheiratet bereits seit 45 Jahren mit meinem Mann Raymond. Wir haben selber zwei Kinder und jetzt fünf Enkelkinder und das sechste ist unterwegs. Also wir sind schon fast eine Großfamilie. Ich war bereits als Kind wahrscheinlich medial, habe es aber auch nicht wahrgenommen in dem Sinne. Meine Eltern haben einfach gesagt, ich sei immer sehr still gewesen, aber sehr, sehr fantasievoll. Ich habe wahrscheinlich dort bereits mit Wesen aus der geistigen Welt gesprochen und mich unterhalten. Später habe ich dann eine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur und ich habe immer gerne gemalt, gezeichnet und auch Collagen gemacht. Einfach alles, was mit Farbe zu tun hat, war für mich ein Paradies. Ich war dann mit 30 Jahren bei einem Medium und das Medium hat mir gesagt, dass ich die Gabe hätte, medial zu porträtieren. Na, das war wieder etwas ganz Neues. Ich habe mir gedacht, dass ich das eigentlich gar nicht möchte, weil so Verstorbene zu zeichnen, das ist doch nicht so mein Ding. Und unser Sohn hat dann zu mir gesagt, ach, die Mutter zeichnet jetzt noch Tote. Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich irgendwo an einem Sarg sitze und tote Bilder abzeichne. Deshalb habe ich dann im Internet gesucht, was das eigentlich genau sei. Und ich habe Coral Polch gefunden. Ich war eigentlich sehr fasziniert, was sie tat und von ihren Bildern und wie stimmig das war mit den Fotos. Jedoch hatte ich ein bisschen Angst. Ich wollte das gar nicht machen. Es war für mich irgendwie komisch, Verstorbene zu zeichnen. Ich fand es einfach nicht stimmig für mich im Moment. Und trotzdem, ich habe bei mir zu Hause immer versucht, immer wieder und immer wieder Bilder zu zeichnen. Und eines Tages hat mein Mann Raymond gesagt, dieser Mann hier, den du gezeichnet hast, das ist jetzt der Oscar. Ich kenne keinen Oscar, konnte nichts mit dem anfangen. Und er hat mir dann erklärt, das sei ein Freund seines Vaters gewesen. Naja, das hilft mir jetzt auch nicht so viel, aber trotzdem, ich zeichnete weiter und am Abend darauf habe ich eine Frau gezeichnet. Und Raymond sagte mir wieder, das ist jetzt Luise. Luise war die Frau von Oscar. Drei Monate später war die Großmutter von meinem Mann gestorben und wir gingen im Kanton Freiburg auf die Beerdigung. Als wir am Grab standen, schaute ich nach links und entdeckte am Grabstein zwei Fotos. Im Kanton Freiburg ist es üblich, dass man an den Grabsteinen jeweils die Fotos von Verstorbenen anbringt. Ich schaute also dorthin und sah auf den Bildern Oscar und Luis, genauso wie ich sie gezeichnet hatte. Eigentlich war ich sehr erstaunt und auch ein bisschen erfreut. Es funktioniert also, das Porträtieren von Verstorbenen. Ich habe mich entschlossen, jetzt weiterhin medial zu porträtieren. Ich hatte eine gewisse Sicherheit erhalten und ich bin bereit jetzt, dass ich das auch öffentlich machen kann, um den Leuten zu helfen. Wenn ich medial porträtiere, ist es so, dass ich einfach gewisse Details eines Gesichtes wahrnehme. Ich sehe zum Beispiel eine Augenbraue, ich sehe einen Mundwinkel, ich sehe eine Nase, ich sehe eine Haarlocke und ich zeichne ganz genau
das, was ich vor meinem geistigen Auge wahrnehme. Und erst, wenn ich das mediale Porträt fertig habe, nehme ich die Wesenheit, die es ist, wahr und sehe das richtige Gesicht. Es ist immer ganz spannend zu sehen, dass sich die Wesenheiten oft jünger zeigen. Ich denke, das hat auch seine Gründe, weil wenn sie sich mit 80 oder 85 zeigen, ist es doch so, dass sie vielleicht nicht mehr so perfekt und schön aussehen. Meistens zeigen sie sich im Alter zwischen 50 und 60 oder jünger. Ich habe mir dann oft Gedanken gemacht, weshalb ich das überhaupt mache. Was hat es für einen Sinn? Was steckt dahinter? Aber ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass ich damit Leuten helfen kann, dass ich Leute treffen, trösten kann, dass ich sie unterstützen kann und dass sie begreifen, dass es weitergeht nach dem Tode. Wir sterben nicht, sondern wir gehen in die geistige Welt und was in Liebe verbunden ist, bleibt immer verbunden. Und so können sie auch Kontakt mit ihren lieben Verstorbenen aufnehmen. Ich sage oft, ihr könnt mit ihnen sprechen. Und auch wenn ihr sie nicht seht und sie vielleicht auch nicht spürt, sie sind bei euch und sie unterstützen euch. Ich zeichne oft auch sonst Bilder und male viel. Und das ist mein Steckenpferd, seit dass ich Kind bin. Aber das Porträtieren ist etwas ganz anderes. Ich werde geführt von einem Maler. Mein Maler heißt Pierre und er ist Franzose. Und ich habe ihn selber porträtiert und von einem Medium abchecken lassen, ob es wirklich stimmig ist. Und sie haben mir alle bestätigt, dass es wirklich so ist. Und ich hatte mal ein ganz lustiges Erlebnis. Ich war an einem medialen Abend eingeladen und das Medium, das mit mir arbeitete, war hinter mir, als ich mich vorstellte. Und er hat immer gelacht. Und ich habe gedacht, ich hätte irgendwas hinten an meinem Kleid oder irgendwas sei nicht in Ordnung bei mir. Als ich mich dann setzte, habe ich ihm zugeflüstert, du sag mal, ist irgendwas nicht in Ordnung bei mir? Und er hat mir gesagt, nein, aber es war so lustig. Es hat sich ein Mann bei dir auf den Stuhl gesetzt mit einem Bär auf dem Kopf und hat den Stift genommen und hat da angefangen, wie zu zeichnen. Und er hat ihn mir beschrieben und das war genau Pierre. Das war ein ganz spezielles Erlebnis für mich. Pierre unterstützt mich, er übernimmt meine Hand und er führt meine Hand. Und so entsteht das Porträt. Normalerweise macht man zuerst ja den Kopf und dann zeichnet man ein Kreuz. Aber bei mir, wenn man ein Gesicht anfängt zu zeichnen mit einer Augenbraue, ist das schon ein bisschen außerordentlich. Ich habe auch viele Sachen erlebt, als ich Leute bei mir hatte, die zu einer medialen Sitzung mit Porträt kamen. Zum Beispiel kam einmal eine Frau zu mir, weil sie eigentlich hoffte, dass ihr verstorbener Bruder, der Selbstmord begangen hatte, sich zeigen würde. Ich habe ihr aber gesagt, ich kann nie sagen, wer sich zeigt. Und dann habe ich gezeichnet und es kam eine ältere Frau und die hatte eine Kette um den Hals mit einem Anhänger. Ich habe ihr das Bild gezeigt und sie war enttäuscht und hat gesagt, sie wisse nicht, wer das sei. Und ich habe ihr gesagt, du, weißt du, das ist deine Großmutter. Und sie hat gesagt, das ist nie und niemals meine Großmutter. Und ich habe darauf bestanden, weil ich wusste, sie war bei mir und hat gesagt, doch, ich bin ihre Großmutter. Jedoch hat die Frau mir gesagt, weißt du, die Kette, die kenne ich und mit dem Anhänger, die habe ich, die hat meine Mutter mir gegeben. Also habe ich gesagt, erkundige dich bei deiner Mutter und sie hat gesagt, das könne sie nicht, weil ihre Mutter denke nicht daran, ihr irgend so was zu sagen. Sie könne aber zu ihrer Tante gehen, das sei auch ihre Patin und die Tante, die beschäftige sich auch mit Medialität.
3 Monate später hat sie mich angerufen und hat gesagt, das ist wirklich meine Großmutter. Und weißt du was? Ich habe immer gemerkt, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass mein wirklicher Vater eigentlich ein Familienfreund war. Und deshalb habe ich auch dunkle Augen und dunkle Haare. Und mein Vater und meine Brüder haben alle blonde Haare und blaue Augen. Und ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt in dieser Familie. So ist einfach die geistige Welt. Und die Frau, die bei mir war, war überglücklich, dass sie endlich das Gefühl hatte, ich habe jetzt meinen Vater gefunden. Ich habe auch mal ein Porträt gezeichnet mit einem jungen Mann. Dieser Mann hat sich mir gezeigt und ich habe das gezeichnet und er hat mir erklärt, dass er nicht Selbstmord begangen hätte, sondern dass es ein Unfall gewesen wäre. Ich habe dann das Bild gezeigt, das war bei einer öffentlichen Demo. Und dann hat hinten eine Frau zu weinen begonnen und hat gesagt, das Bild gehört zu mir. Am Ende der Veranstaltung bin ich dann zu der Frau gegangen und sie hat mir die Geschichte erzählt. Die Frau, die war schon bereits als junges Mädchen in der Schule mit diesem Mann zusammen. Und er und sie haben sich dann auch während der Lehre und später haben sie sich gemeinsam eine Wohnung genommen. Jedoch war er immer am Abend nach dem Arbeiten im Restaurant und hat sich dann vollgetrunken. Sie hat das nicht mehr ausgehalten und hatte sich vor 6 Monaten getrennt von ihm. 6 Wochen nachdem sie sich getrennt hatte, hatte er sich erschossen. Und das ganze Dorf hat ihr gesagt, du bist schuld. Du hast dich getrennt von diesem Mann und jetzt hat er sich das Leben genommen. Und bei ihr war eine Riesenlast und eine Riesenschuld auf den Schultern. Und sie hat mir gesagt, weißt du, diese Botschaft ist für mich wie eine Erlösung. Es ist einfach wunderbar. Ich danke dir. Und sie war überglücklich. Es gibt noch ganz viele solche Beispiele und ich bin jetzt froh, dass ich diese Arbeit machen kann für die Allgemeinheit und für die Menschen. Ich weiß einfach, dass sich jemand bei mir porträtieren lässt, der eine wichtige Botschaft hat für seine Angehörigen oder für seine Freunde oder der die Gunst der Stunde nutzen will, dass er etwas mitteilen kann an Menschen, die es brauchen und dass sie damit unterstützt werden können. Das finde ich schön an meiner Arbeit. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass die geistige Welt nicht irgendwo ist, sondern da bei uns. Und das kann ich doch beweisen. Wie soll ich dann die Fähigkeit haben, irgendjemand zu zeichnen, irgendeine Großmutter von irgendeinem, der in einem Saal sitzt, und ihm eine Botschaft überbringt. Und ich habe viele Beispiele, wo ich dann das Foto zugestellt erhalten habe. Und dass ich dann einfach wirklich sehe, es stimmt mit in den Augen, der Ausdruck ist da. Und es ist so stimmig. Und oft muss ich auch ein Schmuckstück zeigen, seien es Ohrengestecke oder seien es Medaillons oder seien es Halsketten und dann merken die Leute doch, das stimmt, weil ich habe auch schon Leute gezeichnet, die haben mir dann Fotos von der Brosche geschickt, die sie haben und hatten kein Foto von der Person, die ich gezeichnet hatte. Aber der Beweis, dass diese Brosche die Frau anhatte, ist doch wirklich ein Beweis, dass es stimmig ist. Was auch wichtig ist, es ist auch die Energie, die man spürt beim Porträtieren. Es ist eine ganz bestimmte Energie und ich weiß dann immer, das Bild gehört dahin. Beim medialen Porträtieren geht es immer darum, dass sich die Menschen wirklich bereichert fühlen und dass sie glücklich werden mit dem Porträt. Und das bringt Freude und das ist ja das, was ich eigentlich vermitteln will und möchte. Medialität ist für mich eigentlich etwas Selbstverständliches.
Für mich war es eigentlich immer so, dass ich gespürt habe, wenn jemand da war. Deshalb ist es für mich einfach ganz natürlich. Und ich finde es ganz ein wichtiger Aspekt im Leben, dass man sich bewusst wird, dass wir hier nicht alleine sind. Wir sind immer geführt und beschützt. Wir haben alle unsere Geistführer und Geistwesen oder Engel, wie viele sagen, die uns begleiten und die uns auch beschützen. Und wenn wir sie anrufen und fragen, geben sie uns auch Antwort. Ich finde das so eine schöne Sache, dass wir hier nicht einfach mal sind und ganz alleine für uns, sondern dass wir immer eingebettet sind in ein großes Universum. Wir gehören alle zusammen und auch die geistige Welt gehört zu uns. Alles ist eins. Das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip, es zu wissen und es auch zu leben. Und Medialität ist etwas Wunderschönes. Medialität ist etwas, das uns bereichert und uns unterstützt in unserem ganzen Leben. Ich selber zeichne und male sonst ja auch. Ich mache auch Collagen und das ist einfach meine Welt. Mit Farben zu arbeiten, das erfreut mein Herz und bringt mir ganz viel Freude. Und ich weiß, dass ich auch beim Malen, und das sind wahrscheinlich alle, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, wenn man sich in den Malprozess hineinfügt, merkt man, dass man plötzlich wie geführt wird. Man hat eine Vorstellung, beginnt zu malen und plötzlich geht es wie von selber. Man weiß, wie man die Farben wählt, man weiß, was geschieht und man kann sich gar nicht mehr auf irgendetwas, das man wollte, malen vorher konzentrieren, weil es kommt wie von selber. Es entsteht einfach auf dem Blatt oder auf der Leinwand. Ich weiß, dass ganz viele Maler, berühmte Maler, auch diese Sache gespürt haben. Wenn ich ganz normal zeichne, ein Porträt, mache ich natürlich das anders als beim medialen Porträtieren. Das ist normal. Auch sonst werden wir geführt. Wenn wir mit Farben oder wenn wir Kreativität leben und mit Kreativität arbeiten, ist es einfach immer so, dass wir plötzlich in einen Zustand geraten, wie ein bisschen in einer Trance, eine leichte Trance. Und in dieser Trance entstehen dann Sachen. Genauso ist es bei mir beim Porträtieren. Ich höre zwar alles, was die Leute sprechen, verstehe es aber eigentlich nicht, sondern ich bin hochkonzentriert auf das Porträt. Ganz am Anfang, als ich porträtiert habe, war es so, dass ich immer gespürt habe, an was, dass jemand gestorben war. Ich hatte Herzschmerzen oder ich bin fast erstickt beim Zeichnen. Oder es hat mir im Bauch weh getan. Es war furchtbar. Und ich habe mich dann wirklich geweigert und habe mit der geistigen Welt gesprochen und gesagt, nein, also so geht das nicht mehr. Ich will doch nicht dort sitzen und zeichnen und dabei fast ersticken. Und es war dann immer so, dass derjenige, der gestorben war und den ich zeichnete, erstickt ist oder ein Herzinfarkt gehabt hatte oder irgend so eine Sache. Ich wusste dann immer, an was, dass er gestorben war. Und das hat sich dann auch geändert. Sie haben sich zurückgenommen und ich habe es trotzdem gewusst, ohne dass ich solche Schmerzen hatte. Und das sind so viele Dinge. Man kann ja mit der geistigen Welt sprechen. Man kann mit ihnen sprechen und sich unterhalten. Und sie auch bitten, wenn etwas nicht stimmig ist. Und auch wenn man einen medialen Kontakt hat und dann keine Antwort kriegt, ist es meistens so, dass das Verstorbene sind, die auch im Leben nicht viel gesprochen haben. Jetzt möchte ich mit euch mal eine kleine Übung machen. Und zwar, versucht doch einmal selber so ein Porträt zu zeichnen. Jetzt setzt euch hin, schließt mal eure Augen und stellt euch vor, ihr habt ein großes Licht in eurem Herzen. Und dieses Licht zieht ihr jetzt über den Kopf hinaus
Und über eurem Kopf bildet sich jetzt ein wunderschöner Lichtstern. Und in diesem Lichtstern seht ihr jetzt eine Lichttür. Ihr öffnet diese Tür und es kommt noch mehr Licht entgegen. Und eine Gestalt kommt euch entgegen. Und ihr bittet diese Gestalt, euch zu unterstützen, wenn ihr jetzt versucht, ein mediales Porträt zu zeichnen. Jetzt seid ihr mit der geistigen Welt verbunden. Nun nehmt ein Blatt Papier oder einen Block und einen Stift. Es kann ein Bleistift sein, es kann sonst ein Stift sein, ein Kohlestift. Und ihr versucht jetzt einfach auf dem Blatt ein Gesicht zu zeichnen. Stellt euch vor und bittet auch die geistige Welt, dass sie euch unterstützt dabei. Fangt einfach an. Irgendwo. Macht auch einfach einen Kopf, das geht auch, oder eine Augenbraue und was auch immer. Versucht einfach ein Gesicht auf dieses Blatt zu zeichnen. Es spielt ja auch gar keine Rolle, wie es aussieht. Aber vielleicht werdet ihr plötzlich übernommen. Und vielleicht geht der Stift dann wie von selber übers Blatt. Und das Gesicht entsteht. Und wer weiß, plötzlich sagt jemand, oh, du hast jetzt gerade meine Großmutter gezeichnet oder meinen Onkel. Und das ist dann der Anfang und ihr könnt dann weiter üben und immer wieder üben und es wird immer besser und schöner das Porträt und genauer und es werden euch Details gezeigt. Aber es ist doch ein Versuch wert, so ein Porträt zu zeichnen. Ich finde es total spannend, medial zu arbeiten, weil es bringt Freude ins Leben und es bringt Freude allen Mitmenschen. Und ich habe Berge von Zeichnungen gemacht und medialen Porträts und ich weiß, ich habe damit ganz vielen Menschen ganz viel Freude bereiten können. Und das ist dasjenige, das mich an der Medialität fasziniert, weil es sollte jeder wissen, dass die geistige Welt überall ist und dass wir nicht alleine sind. Das ist meine Botschaft. Es ist überaus wichtig, dass die Leute wissen, dass wenn sie sterben oder wenn sie im Sterbeprozess sind, dass es wie eine Geburt in die andere Welt ist und dass es nicht ein Tod ist, wo man dann verwest oder verbrannt wird und alles fertig ist. Unsere Seele lebt weiter. Und das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass es weitergeht. Und ich möchte einfach, dass diese Botschaft in die ganze Welt getragen wird, weil ich möchte einfach, dass jeder darauf vorbereitet ist, wenn er einmal in die geistige Welt geht, dass er die Gewissheit hat, dass es weitergeht. Und dass wir gar keine Angst brauchen vor dem Tod. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und deshalb mache ich meine Arbeit. Ich hoffe, dass mein kleiner Beitrag euch alle motiviert hat, sich für Medialität zu interessieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Mut hättet, vielleicht auch mal ein Porträt zu zeichnen. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und wünsche allen weiterhin alles Gute und viele mediale Kontakte.